Guten Morgen! Guten Morgen! Boah, dass die immer so am Bett rumhüpft, ne? Unmöglich. Wenn man noch drin sitzt, liegt. Ich packe jetzt mal meine Dachfliesen und den ganzen Spaß hier rein. Ja, ich pack da glaube ich auch mal was dazu. So. Toll. Sind jetzt müssen wir wieder gießen. Ja. Zack. Und das sind Holzplanken. Sehr schön. So ein Ding habe ich auch noch. Mein Gott, ist das voll hier. Wieso ist hier Tierfutter drin? Und wieso sind hier Samen drin? Und diese Durcheinanderer hier. Was ist das? Ja. Ein Rüschenkleid. Oh, hier ist ein Pfoten-Zweier-Sofa. Hat Kunigunde gebracht. Übrigens, die Sternenteile, die sind hier am Tisch stehen die. Nicht zu übersehen. Okay. Wo? Ja. Hier. Ach, da. Da habe ich meinen Wackelkopf hingestellt. Oh. Oh. Wo soll ich meinen hinstellen? Meine Gießkanne ist wieder leer. Ich hatte den in einem Haus, aber dann hatte ich Angst, dass ich ihn nicht mehr wiederkriege. Wir haben jetzt auf jeden Fall Sand. Ja, das ist schon gut. Jemand eingezogen? Das musst du gucken. Ja, ich bin schon auf dem Weg. In dieses wunderschöne Haus. Formschön. Mit Dach. Hä? Ich habe kein Wasser mehr, kriege ich hier die ganze Zeit gesagt. Du hast kein Wasser mehr. So, jetzt ist wieder Wasser drin. Seltsam. Hast du das gewusst schon? Jamies mehr. Haus. Jamie! Der Jamie! Ist Jamie? Das der mit dem... Vielleicht ist das der mit dem Voxelboy. Wo ist Jamie? Ich brauche Jamie. Ich muss den kennenlernen. Ja, die Hühner legen jetzt endlich Eier. Da ist Ria, Emilia, Life, Cecil. Ich weiß gar nicht, wo Jamie ist. Unsere Hühner legen Eier. Ja. Jamie wird bestimmt auch von Farmfan vernascht, oder? Vernascht? Oder was hast du jetzt voll gesagt? Gequatscht. Ach so. Hey, du bist neu in der Stadt. Hallo, ich bin die Farmfan. Wie geht's dir? Ich habe ganz viele tolle Aufgaben für dich und erzähl dir alles. Und wenn der Typ da drüben keine Häuser baut, dann kannst du das ja zukünftig übernehmen, ne? Sprich mich einfach an, wenn du eine Frage hast. Ja, oder wenn du ein Haus bauen willst. Und wenn du keine Frage hast, dann laufe ich dir den ganzen Tag hinterher. Genau, nur zur Sicherheit. Jo, Aliza, wo ist denn der Neue? Ich muss den als erstes verkloppen, damit er weiß, wer hier in der Stadt das Sagen hat. Oha. Ich kann mir deine Schulzeit lebhaft vorstellen. Oh je, Maximilian. Brauch eine Schreibtischuhr. So. Kann man denn hier irgendwie schon was abernten? Ja, super. Gurken. Gurken. Ich will mehr Gurken. Reis. Wo ist Jimmy? So. Bitte hier erstmal. Wir müssen übrigens gucken, dass wir ein paar Gurken und so behalten, ne? Also, dass wir die nicht alle immer nur verkaufen, weil sonst sind so, die Moment, alle weg. Du wolltest doch, hast du zufälligerweise Platz noch in deinem Inventar? Dann gebe ich dir mal ganz kurz die Gläser. Ja. Danke, ja. Du hast mich mit Gläsern angekotzt. Ja. Musste einfach raus. Nein, ist schon ein bisschen eklig. Schneiden. Schneiden? Ich will die nicht essen! So, wie macht man das denn? Wieso kann ich ihn da nicht hinlegen? Platzieren. Ah, jetzt. Okay. Wenn man den richtigen Knopf drückt, dann geht das übrigens auch. So. Ich habe nichts geklaut. Okay, das verkaufe ich jetzt erstmal. Das glaubt hier auch jeder. Betttür, Tisch, Lampe, Kleiderschrankstuhl, Kühlschrank. Der Jamie, endlich habe ich derjenige, der war schon hier, bevor er, also er war schon mal hier und hat seinen Voxelboy doch sicherlich verloren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe den Jamie bis jetzt noch gar nicht gesehen. Jamie, wo bist du? Nee, der glaube ich nicht, der hat so schon nichts in der Bude. Sag mal, was läuft denn die Kunigunde wie eine Bekloppte hier die ganze Zeit vorm Fenster auf und ab? Was ist mit dir? Willst du eine Gurke? Jamies Haus ist noch nicht fertig.
Doch. Jamies Haus ist wohl fertig. Nein, habt ihr mal runtergescrollt? Wie runtergescrollt? Es fehlt ein Schreibtisch, ein Sofa, ein Computer, eine Badewanne, ein Waschbecken. Du wirst mich wohl verarschen. Eine einfache mobile Küchenhülle und ein Bücherregal. Man kann da runterscrollen. Ja, man kann da runterscrollen. Was? Ich wünsche viel Spaß noch. Was? Der kriegt einen Keller. Nur, dass das klar ist. Der kriegt definitiv einen Keller. Ja, ich habe so ein schönes Dach gebaut. Da bleibt jetzt. Das, man muss da runter. Okay, wer braucht Toilette, Waschbecken, Badewanne mit Klauenfüßen? Wer hat sowas in der Bude stehen und braucht zwingend? Wieso solche Sachen? Ich habe einen Schrank und einen Stuhl. Wieso kann der die nicht benutzen? Also, man kann ja überall runterscrollen. Ja. Oh, fuck it. Ah, herrlich. Ich hätte zur Feenkönigin gemusst. Die hätte bestimmt irgendwelche tollen Sachen noch gehabt. So, Voxelboy. Ich dachte schon, ich könnte jetzt dem den Voxelboy geben. Hat jemand ein Hasenhandy gefunden? Eine viktorianische Komödie. Ich hab nur eine gelbe Socke. Mann. Oh, meine Güte. Das ist doch unfair. Wir sind fertig. Okay, warum zieht Jamie nicht ein? Da steht sogar schon Jamies Haus und Spaß. Das stand davor, glaube ich, auch schon. Nein, stand es nicht. Hier hat keiner eine Toilette, ne? Nö. Nee, die brauchen ihre Toilette alles selber. Ah. Ist ja ein Ding. Von Tieren. Ah. So, ich habe wieder so Alisa schwebt. Die ist halt mit dir auf Wolke 7. Ah. Ach Mann, dass man da runterscrollen kann, das hätte einem ja jemand mal sagen können. So. Ja, gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Sag mal, Hisho, was macht denn deine Patisserie? Ja, das Problem ist ja immer noch, dass ich immer noch keine Patisserie. Also, ich kriege den. Ich kann mir die Dinger ja nicht bestellen, Alles ausreden. Ja, aber sie hat ein neues Fenster. Braucht der eine Küchenspüle übrigens, eigentlich, wollte ich sagen. Was? Was braucht der alles? Alles. Ein Bad. So. Hier gibt's kein Klo. Oh, Moment, im Rathaus brauchen die eigentlich kein Klo. Moment, vielleicht haben die ja aber eins drin. Sehr gut. Hier, also man kann auf jeden Fall kein Klo irgendwie kaufen. Ein Klo? Doch. Vorhin gab es ein Klo bei einem Händler. Ja, nee. Eine Toilette. Nee, ich habe im Rathaus kein Klo. Was ist denn hier los? Das ist halt Klofrei. Hier war doch gar nicht. Mist. Das ist doch einfach nur... Huch. Das ist nicht schön. Nein. Ach, ja. Weißt du, sagt er, das ist nicht schön. Pff. Ja. Ja, ist es ja auch nicht. Der hat so ein schönes Haus gebaut, weißt du? Das ist doch nicht... Das ist nicht fair. Ich finde es auch unfair. Wo ist unser Haus? Ich finde es gar nicht mehr so schön. So, das ist auf jeden Fall sehr, sehr klein ist es. Da ist es. Ja, wir haben halt platzsparend gebaut. Toll. Oder machen wir doch einfach eine Etage obendrauf. Weiß nicht. Also Platz für eine Treppe ist hier. Ja, ja, das ist ja hier die Spielfläche. Moment. Platz für eine Treppe halt. Nee, bei der Patisserie kann man nicht nach unten scrollen. Mal, wie teuer ist denn eine Treppe? Da war ich jetzt sehr erfreut. Und da kauft man da einfach die Dachfliesen. Weiß nicht, ich dachte, es gibt eine Treppe. Das sind Dachfliesen. So, hier, Cecil. Doch, es gibt eine Treppe, meine ich auch. Wir haben doch hier ein Rezept für eine Treppe, glaube ich, oder? Ja, ja, und bei Maximilian im Haus gibt es auch Treppen. Die Cecil ist Professorin, nicht Doktorin. Alles klar. Wie viele Treppen brauchen wir? Wie viele? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie hoch die sind. Warte, ich bring mal drei. Oder nee, warte.
Machst du was? Ja. Baust du die jetzt wieder irgendwo ab oder was? Nein. Belohnung geben. Ich habe 5 schön. Stück gefunden. Gefunden? Rennstreppe, Blaupause. Hier, die hätte ich gerne. Ich habe welche. Ich will das jetzt trotzdem lernen. Nach oben oder nach unten? Nach oben. Hä? Wie platziert man? Maximilian hat Schwierigkeiten. So ist falsch rum. Ich merke schon. Wo kann man jetzt nicht mehr hin? Man kann immer noch hoch, weil nämlich der arrogante Bürgermeister 2 Treppenseiten hat. Ach so. So. Ich gehe mal Boden holen, bei uns. Hat jemand von euch irgendwo eine Schreibtischuhr gesehen? Nö. Brauche ich auch noch eine. Maximilian braucht eine Schreibtischuhr. Das mit den Treppen verstehe ich nicht. So. Also okay. Ein Hasenhandy und Schreibtischuhren. Wie kriege ich blaues denn? Hasenhandy, Schreibtischuhren. La, 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 la. Schreibtischuhren. Dann müssen wir das Fenster rausnehmen. Ja, mach. Ich hol gerade Blöcke, dass sie da wieder zumachen können. Ich versuche eine Schreibtischuhr zu organisieren, denn der Maximilian braucht eine Schreibtischuhr. Der Maximilian kann mich mal am Arsch lecken, der hat mir nicht gesagt, dass man für 2, dass man da runter scrollen kann, der Gemeine. Hey! Nein. Maximilian, ich hab hier eine Schreibtischuhr gegeben. Das ist für die Stadtkasse? Ja. Oh je, das ist aber eine große Hilfe. Oh je. Bitte bring mir Schreibtischuhr, wann immer du kannst. Hallo, ich. Wie hat denn das nicht angenommen? Ich habe ihm die Schreibtischuhr gegeben und dann hat er gesagt, ja, ist in Ordnung. Dann habe ich nochmal mit ihm geplaudert und dann sagt er mir, bitte bring mir Schreibtischuhr, wann immer du kannst. Ich dachte, das ist ein Arschloch. Dann bringe ich ihm halt noch eine Schreibtischuhr. Ich habe einen seltenen Pilz. Sollen wir mal gucken, ob man damit auch irgendwas machen kann? Was? Einen seltenen Pilz. Passiert da auch irgendwas, wenn man den aussetzt? Nee, ich kann den gar nicht platzieren. Murphy, hör auf zu schnarchen, bitte. Oh, jetzt. La, la, la. Okay, dann kaufe ich halt noch eine Schreibtischuhr. Vielleicht habe ich das jetzt falsch gemacht. Boah, diese Geldverschwendung wieder. Oh. Ja, alles nur für die Stadtkasse. Nein! Oh, jetzt habe ich zwei. Ja, okay. Jetzt habe ich 2 Schreibtischuhren, dann kann ich noch irgendwo anders eine hinstellen. Hier. Dann reißen wir mal das Dach wieder ab, ne? Wenn man einen Quest hat, nicht geben, sondern. Ja, ja das ist wunderschön. Ja. Ich bin so traurig. Ich nehme das für deine Mühen. Ach, ich gesehen, ich rote Dachfliesen eingesammelt. Ich habe einen Eris. Oh, Eris-Verwandlungsdrang hat er mir gegeben. Warte mal, wir können da hier hinten vielleicht. Leute, ich habe einen Drang. Oder nee, hier vorne. Bekommen. Lass uns das hier so lassen, oder? Ja, und dann bloß so ein Stück draufsetzen, ja. Hallo, ich habe einen Drang von Maximilian bekommen, mit dem ich mich kurzfristig in Eris verwandeln kann. Wer möchte das bitte? Ja, aber der Live ist doch in die Eris verliebt. Ah. Ich trinke den jetzt und wollt ihr jetzt dabei zusehen, wie ich mich in eine Frau verwandle? Unbedingt. So, ich gehe mal jetzt zu dem Live, ne? Wo bist du denn? Ich werde als nächstes einen Schreibtisch, ein Sofa und einen Computer klauen. Dann haben wir das schon mal für das neue Haus. Stopp. So, pass auf. Ich trinke jetzt. Moment. So. Jetzt. So. Bin bereit. Und einmal F4, damit ihr das in voller Gänze seht. Jetzt schnell mit Schweif, jetzt ist vorbei. Geh weg, Wohlen. Oh mein Gott. Ja, du bist eine Frau. Nisho, du sahst doch nie so gut aus. Toll, ich wünschte, Eris wäre ein bisschen ruhiger. Sie macht immer so viel Radau, wenn sie in der Stadt unterwegs ist. Es ist ein wenig einschüchternd. Toll, das interessiert live nicht die Bohne. Ich bin mit dir reden? Warte mal.
Hallo, ich bin die Eris. Ich fände es toll, wenn... Ja, ach, geh mir doch fort. Ich dachte, das wäre die Lösung des Problems. Nun gut, dann gehe ich klauen. Eris, guck mich mal an. Hi. Die Farmfan sucht nach mir. Sehe ich denn jetzt wirklich aus wie die olle Eris da? Ja. Heil Eris! Zwillinge, stell dich mal neben die, bitte. Eris, Eris, guck mal. Komm mal her, hier. Ein Computer. Es ist voll dunkel hier. Toll, im Dunkeln. Ja, dann nicht. Da ist wieder so ein Dings. Ja. Alles einsammeln. Sollen wir diesmal vielleicht mal schlafen gehen, bevor wir umfallen? Oder? Das ist vielleicht die gute Idee, ja. Dann lass uns doch erstmal schlafen gehen. Ich habe da oben jetzt irgendwie so ein komisches Symbol, was ich mir aber nicht erklären kann. Vielleicht ist das die Zeit, die du noch Eris sein darfst. Vielleicht kannst du jetzt bei ihrem Haus schlafen. Oh, du bist direkt an Eris gerade vorbeigelaufen. Ja! Wenn du jetzt gegenüber von Eris stehst, implodiert das Ganze dann? Nee, ich habe sie sogar. Schon, ich bin er, sogar schon gegen hat er schon gelaufen. Gemacht. Ach so. Nee. Schade. Ich schlafe ich mir neben Eris. Ich bin weg. Ich komme. Okay, okay, ist schön. Jo, jetzt bin ich mal gespannt. Und? Guten Morgen. Guten Morgen. Sehe ich immer noch aus wie Eris? Nein. So, Maximilian, dein Computer wird in Zukunft meiner sein. Kannst du mal hier gießen, bitte, Mann? Mann kann hier gießen. Brauchst du denn einen Computer? Beziehungsweise hast du einen? Ein Sofa brauchst du. Oh. Du brauchst da irgendwas nicht genügend Wasser gehabt. Oh, oh. Ist sie jetzt tot? Also dieser Sprinkler. Bin mir nicht so sicher, wie der richtig funktioniert. Also so richtig scheint der nicht zu funktionieren. Ja, der läuft ja auch nicht. Der scheint ja auch irgendwie kaputt zu sein, ne? Ja. Live ist kaputt. Ja. Wenn das Live kaputt ist, ne? Ach. Moment, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ein Tisch. Oh. Sieht nicht gesund aus. Braucht mehr Wasser. Naja. Nee, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Wieso sind hier Sachen dabei, die mehr Wasser benötigen? Aus dem Haus rausgefallen. Flup. Muss ich kurz schauen, ist das Haus jetzt noch komplett? Oh, ich habe kein Wasser mehr. Ich habe mal wieder kein Wasser mehr. Dann musst du dir wohl Neues besorgen. Jo, es färbt es komplett. Na. Ich habe einen Computer gefunden und einen Schreibtisch. Der Stuhl. Aha. Die Eris hat gesagt, ich brauche das nicht mehr. Da ist aber Glück gehabt. Ja, ne? Wächst prächtig, wächst prächtig. Och, das ist doch schön. Alles wächst prächtig. Achso. So, Bücherregal. Toilette, Waschbecken. Okay. Irgendwie holperte es gerade ein klein wenig. Holperte? Hast du ein Holpertier gefunden oder was? Huch. Nee, ist holperte. So, dann hier noch. Wann tragen eigentlich diese Bäume endlich mal Früchte? Vielleicht im Herbst? Wenn sie fertig sind? Ah, das klingt schon mal. Klingt gut. Juhu! Da ist auch noch ein Ei. So, ich würde sagen, hier hinten kommt auch wie immer das Klo hin. Huch. Ich habe leider kein Hühnerfutter mehr. Muss ich kaufen. Okay, der braucht keinen Bücherschrank. Und der braucht auch nur einen Sofa. Nee, oder? Habe ich hier noch welches? Maximilian, hallo. Guten Morgen. Wassermelonen. Der braucht nur einen Sofa und hat drei davon hier in der Bude stehen. Der spinnt wohl ein bisschen. Moment.
Na, sowas. Also bitte. So, ach, meine Güte. Aber warum, das ist, irgendwie kommt man nicht voran, ohne dass man diese... So, Eris, moin. Ich möchte mit dir sprechen. Dieses Gebäude ist nicht mehr komplett, was? No. Ah, da musst du den Computer wieder zurückbringen. Den hast du jetzt aus der Stadt rausgeworfen. Nee, ich stell's ja wieder hin. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr. Steht doch aber, er braucht nur ein Sofa. Ich versteh's nicht. Was steht denn da? Er braucht nur ein Sofa, anscheinend steht da. Ja, steht da, aber er braucht. Aber ich habe jetzt eins von drei hinweg. Steht das komplett. Mann! Okay, jetzt dieses Haus funktioniert so nicht. Huch. Ich habe auf jeden Fall schon mal den Schreibtisch und so. Bücherregal, so. Wo könnte ich ein Bücherregal klauen? Wir gehen wieder zum Rowan. Der hat uns in letzter Zeit schon ziemlich gute Tipps gegeben. Für Aufträge und so. Ja, der sagt, ich frage den immer, hey, was gibt's denn? Und dann sagt er, ja, hier der Maximilian, der hat Probleme. Oder und die Ria, die sucht ihr dämliches, komisches, blaues Telefon mit den Schlappohren dran. Würde ich gerne finden, aber irgendwie finde ich es noch nicht. Wo ist denn das Ria, wo ist denn der Ria ihr Gebäude, ihr Haus? Moment. Wo ist der Ria? Da, Ria, Rias Haus. Ich gehe mal kurz in Rias Haus und guck mal, ob sie vielleicht ihr Handy einfach irgendwo liegen lassen, ne? Genau. Okay, hat die Aliza vielleicht ein Bücherregal? Nee. Hisho sagt nein. Hat sie wohl? Nee, ich habe nur geguckt, ob sie vielleicht irgendwo hier... Zack! Jetzt hat sie keins mehr. Hat die Aliza ein zweites Sofa? Das wäre natürlich... Steht sie immer bei deiner Freundin? Ja. Wir sind uns so nah. Sie verzeiht mir. Ach so, ja dann. Ja. Oh, Hisho. Glücklicherweise habe ich mein Riesel abgewandt. Aber keiner von denen hat ein zweites Bad. Hat jemand pinke Socken gefunden? Nein, nö. Ich habe eine gelbe Socke. So, wo willst du Bad hin? Hoch, über Schlafzimmer, dachte ich. Über Schlafzimmer. Und hier drüben dann Arbeitsbereich, ja? Arbeitszimmer? Ja. Okay. Ich habe da nämlich so ein paar Dinge gefunden. Mhm. Hat denn der seltsame Pilz irgendwas gebracht? War der teuer? Konntest du den gut verkaufen? Nö, ja, den habe ich verkauft, aber es war jetzt nicht so toll, also. Okay. So, eine Socke sucht die. Eine pinke Socke. Das Schlimme ist, ich glaube, die pinken Socken, die sieht man irgendwie nie. Also ich denke mir, ich versuche jetzt erstmal so ein paar Aufträge auch zu machen. Vielleicht kommt er dann auch irgendwann mal zu live oder dass man dem irgendwie was machen kann. So. Aber hier ist nirgendwo was. Warum ist hier nirgendwo was? Huch! Naja. Emilias Haus. Das war nicht so gedacht. Oh, jedes Mal stelle ich diesen Hammer erst da unten drauf. Ja, ich auch. So. Eine pinke. Ein Sofa. Eine modische Küchenspüle und Badezimmerzeug. Ich frage mich echt, ob das irgendwas ausmacht, wenn die einem sagen, ja, ich habe das... Wo habt ihr bis jetzt die Dinger immer gefunden? Die liegen doch einfach nur in der Gegend rum, oder? Und was haben wir gefunden? Socken, ja. Ja. Lagen die auf dem Weg? Überall. Okay, weil ich kann. Also, das hatte jetzt nicht irgendwie. Ich brauche einen pinken Socken. Ich gehe mal einen Baum fällen. Wenn ihr einen pinken Socken findet, sagt Bescheid, den brauche ich für das Quest, für die Ria. Mhm. So. Pinker Socken, wo bist du? Oh, pinker Socken. Ich finde dich nicht. Eine Küchenspüle. Hey, live! Braucht er eine einfache modische Küchenspüle? Ja, ne?
einfache Mode. Ich glaube auch. Ich kaufe mal eine. Schon wieder so einen komischen Pilz gefunden. Oh, sehr gut. So. Ich war so stolz drauf, dass wir fertig sind. Wo ist denn dieser Socken? Ich habe auch gedacht, toll, schon was erledigt. Ja, so dieses Fulfillment, endlich hier geschafft und so. So. Oh, das Ding ist ja groß. Das ist ja jetzt doof, ne? Die ganze Planung für den Arsch. Der war echt. So. So. Hier ist die Eris. Eris. Nee, die Farmfan sucht nicht nach mir. Ich will doch gar nicht mit ihr reden. Ich brauche einen Socken. Bist du dir sicher, dass sie nicht nach dir sucht? Ja, ich habe eben schon mal mit der gesprochen. Na, die gesagt, sie sucht dich nicht. Nee, die hat nur gesagt, wenn du jetzt hier bist, wer passt denn dann auf die Farm auf? Ja, die hat so die große Gusch, ne? Also ehrlich. Ich finde, man sollte der ihr Haus ausnehmen. Nein. Farmfans Haus einfach abgraben. So, die Farmfan ist dann weg. Die wohnt nicht mehr hier. Keine Ahnung, warum. Die ist ausgezogen. Die wollte nicht mehr hier wohnen. Tschüss, Farmfan. Die mochte die neuen Nachbarn nicht. Manchmal geben die einem ja schon noch ein paar Sachen. Ja, eben. Die hat mir auch schon... Also, die hat eigentlich ganz coole Sachen mir gegeben. Ja, also ich finde den Socken leider wieder mal nicht... Mann, ey, Aliza. Du bist vergeben. Braucht ihr noch irgendwas? Ein Klo. Ein Klo? Oh. Boah, ist jetzt wieder was geklaut? Nirgends, ich hab ja versehentlich was eingerissen. Können wir hier so ein Fenster hinmachen noch? Ja, ne? Mach. Das ist eh alles jetzt. Unsere ganze Planung ist durcheinander gekommen. Tja. Weil diese Küchenspüle nämlich auch so viel Platz wegnimmt jetzt. Das ist... Furchtbare Schicksale sind hier am Werk. Ja. Finde ich auch. Du lachst, weißt du? Ich weiß nicht, wo ich den Kühlschrank hinstellen soll. Ich weiß nicht, wo ich Patisserie-Teile herbekomme. Der Kühlschrank bleibt trotzdem hier in der Ecke. Dann essen die nicht so viel. Kannst du mal aber eben versuchen, hochzukommen? Ja, kann ich. Du kommst nicht mehr runter, ne? Kann das... Obwohl, doch, müsste gehen, ne? Ja, okay. Du können. Easy. Gut. So. Jetzt mal kurz gucken, was wir noch brauchen. Was haben wir denn hier? Ein viktorianisches Doppelbett. Sofa, Badewanne, Waschbecken und Toilette. Wo krieg ich denn ein Sofa her? Da. Hattest du nicht viktorianisches Sofa? Das habe ich ja verkauft. Achso. Oh, die hier braucht kein Sofa, oder? Bett, Tür, Tisch. Geh weg, Maximilian. Sonst glaube ich bei dir, wenn du jetzt hier reingehst. Ich glaube, der hat eine Affäre mit Cecile. Ernsthaft. Hat Cecile? Cecile. Mit Cecile ausgerechnet? Der ist einfach bei der ins Schlafzimmer gegangen. Was? Ich finde den Socken nicht. Ach nee, der ist auf dem Klo, Entschuldigung. Der geht bei der aufs Klo? Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Sie geht raus und er geht aufs Klo. Hat er. Noch nicht mal ich habe ein Sofa gefunden. Inwiefern hast du ein Sofa gefunden? Bei Cecile stand noch eins rum. Wir sind irgendwann ganz alleine hier. Alle Nachbarn sind weg, weil sie ständig beklaut werden. Die braucht das nicht. Wo stelle ich denn das Sofa jetzt hin? Ja, oben, oder? Ja, hier so. Ja. Was? Die benötigt mehr Platz zu wachsen? Okay. So, habe ich alles? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein Klo.
Achso, das ist ja nicht hier, das ist ja bei Alexa drüben. Brauchen wir ein Klo? Klo, Waschbecken und Badewanne. Wow! Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Warten. Gut, okay. Ein Kakaobaum ist relativ groß. Und ich habe ihn falsch gesetzt. Ah. So ein Kacken ist aber auch. Vor allen Dingen, bei der sind alle Fenster unten einfach mal kaputt bei dem Jamie. Der wohnt eh nur oben an seinem PC, das ist kein Problem. Eben, das ist... So ein Hammer. Hä, hey, hier gibt es nirgendwo ein Klo. Und eine Badewanne und ein Waschbecken. Und die anderen wollen alle ihr Zeug selber bauen. Das ist voll unfair. Wir könnten ja auch so als Gemeinschaft mal zusammenlegen. Ach, hier ist ein Waschbecken. Ich habe ein Waschbecken gekauft. So als Gemeinschaft, weißt du, da könnte jeder so einen Müll geben. Und zack, hätten wir ein neues Haus zusammen. Nicht viel besser. Na ja, gut, okay. Aber der Baum ist noch... Der ist normal. Kriegst du doch nicht durch. So, und dann... Viermal glattes Bauholz, Nägel und billiger Lack. So. Das Waschbecken, das Waschbecken. So, ich fülle jetzt gerade mal hier auf. So, haben wir jetzt noch Hühnerfutter. Hühnerfutter ist auf jeden Fall. Badewanne und Toilette. Ah, bringt jemand aus der Stadt Tierfutter mit? Kann ich machen. Die Kühe erwarten nämlich ganz, ganz dringend Tierfutter. Ah, oh, bin ich wieder am falschen Laden gewesen. Was ist glattes Bauholz nochmal? Wie machen wir das? Normales Bauholz nochmal durch den... Ah, okay. Durch das Schnittwerk da durchgesammelt. Tierfutter oder Trogfutter? Trogfutter. Ah, okay, jetzt bin ich Tierfutter gekommen. Bring beides mit. Du hast nicht genug Geld. Bist du arm jetzt? Ich bin jetzt arm, ja. Oh, weil ich ein Waschbecken kaufen musste. Waschbecken? Oh nein. Ach. Aber keine Sorge, ich werde mir einfach beim Bürgermeister Geld leihen. Beim Bürgermeister? So, mit der Vollversion kann man jetzt auch... Moment, ich glaube, man kann jetzt auch über den Briefkasten... Ich muss es mal versuchen. Man soll jetzt angeblich mit dem Briefkasten Geld versenden können. Warte, oh, wo muss ich dafür hin? Ich hoffe... Moment. Ich fütter erstmal die Tiere. Hallo, Mochikus. Viermal glattes Bauholz. So. Oh Gott, nee, seid ihr alle aufgeregt. Schnitzer natürlich. Das kann ich natürlich nicht von hier aus machen. Das ist ja ganz toll. Rein. Okay. Ihr habt Fressen, ne? Ja. Hier ist ein Stern, der meinen Namen ruft. Noch einer. Zwei sogar. Sandkatalog. Die alle mitnehmen, hat mir jemand gesagt. Ja, wenn man Zugang zum Versandkatalog hat, wird das Leben einfacher. Aber das... Yay, dann wird das Leben einfacher. Ich freue mich schon. Wo ist zu Hause? Da. Schlafenszeit. Los, kommt. Ja, ich bin am Weg. Fast. Ding, ding, ding. Los. Komm, Finn, hast du was für mich? Ach, ja. Ich liege im Bett. Ich liege im Bett. Los. Ja. Ich bin so gut wie da, fast. Ich bin leider nicht besonders schnell. Ja. La 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 la. Los. La 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 la. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ich war gerade auf die Uhrzeit. Tschüss.